Herzlich willkommen zurück bei den XCOM Files. Ich habe erstmal unsere Basis umbenannt in SBI HQ, das steht für Supernatural Bureau of Investigation. Und ja, das Hauptquartier. Und ich habe auch unsere beiden Autos ein bisschen umbenannt. Einmal das Backups-Team und einmal das Hunter-Team. Das Backups-Team, es geht auf Missionen, wo menschliche Ziele zu erwarten sind, und das Hunter-Team geht auf Missionen, wo, naja, alles andere als menschliche Ziele zu erwarten sind. Ich vermute mal, später wird es dann auch einen Mixmax geben, aber für den Moment, denke ich mal, können wir so starten. Die Ausrüstung ist wie folgt: es haben alle mehr oder weniger beide das gleiche. Elektrokeulen, Elektroschockpistolen, Glock, Colt, Berettas, wobei die kleine Schrotflinte brauchen wir nicht. Dann haben wir noch die Vorderschaftsrepetierflinte. Handschellen habe ich auch beiden gegeben, falls wir mal einfach nur zwei Missionen haben, die ich zum Beispiel zwei Missionen mit menschlichen Gegnern, dann können wir trotzdem beide Autos losschicken. Also grundsätzlich können natürlich beide alle Arten von Missionen machen, aber in der Tendenz möchte ich dann später versuchen, unsere Leute ein bisschen zu spezialisieren. Ich weiß nicht, wie gut uns das gelingen wird, aber wir werden sehen. So, dann ist jetzt der Monat zu Ende. Wir kriegen etwas Geld. Wir haben Einkommen von 1,2 Millionen und Erhaltungskosten von 500.000. Der Rat der geldgebenden Nation ist mit dem bisherigen Fortschritt im Allgemeinen zufrieden. Was wir noch tun könnten, ich will jetzt nicht zu viel Geld am Anfang ausgeben, aber wir könnten nochmal einen Übungsraum bauen. Was kostet der? 140.000, ja, das können wir uns leisten. Dann können wir ein bisschen mehr Agenten trainieren. Später. Okay, Kornkreise gemeldet. Ich weiß nicht mehr, was Kornkreise waren. Ich glaube, Kornkreise waren menschliche. Das heißt, wir schicken das Backups-Team los. Ich glaube, das war sogar die Mission mit einem Zeitlimit, aber wir werden sehen. Und Verdächtige entdeckt. Okay. Das ist eine Kultfestnahme. Wir können auch die Details uns mal durchlesen. Wir reagieren auf einen Bericht über seltsame geometrische Muster, die in einem Feld gefunden wurden. Wir müssen die Anwohner befragen, um Informationen aus ihnen herauszuquetschen, bevor es jemand anderes tut. Tun Sie, was Sie können, um Ihre Leben zu bewahren, obwohl wir nicht erwarten, dass Sie sehr empfänglich sind. Wenn es unmöglich ist, Sie Leben zu fassen, tun Sie, was Sie tun müssen. Sie haben nur 10 Runden, bevor der Feind eintrifft. Wenn Sie nicht schnell genug sind, bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor. Ich weiß nicht, was Sie meinen mit Feind eintrifft. Ich hoffe, das werden wir auch nie erfahren. Dann haben wir noch die Kultfestnahme. Wir haben aktive Mitglieder einer illegalen Organisation des Schwarzen Lotus in diesem Gebiet aufgespürt. Wir müssen die Verdächtigen stellen und zur Befragung gefangen nehmen. Okay, gut. Schauen wir mal, was sie tun. Sieht so aus, als wird zumindest die erste eine Nachtmission werden. Okay, 4 neue Agenten sind angekommen. Die können wir uns mal kurz anschauen. Wir haben Martina Schreiner aus Österreich. Mustafa Damane aus Algerien ist das, glaube ich. Ja, das ist alles nicht so gute Stats. Margareta Ramsfje aus Norwegen. Auch nicht so pralle. Und Bolade Emuna aus Nigeria. Der hat zumindest keine schlechte Schussgenauigkeit. Aber es geht auch hier einigermaßen. Das ist 50 ist zu schwach. 58 geht. Okay. Dann sollten wir sie direkt auch ins Training mit eingliedern. Fantastisch.
Wir müssen nach Missionen machen, weil die Missionen, die spawnen nach einer gewissen Zeit. Man hat nicht so viel Zeit. Okay, ich glaube, das ist die gleiche Beschreibung wie vorhin. Wenn sie nicht schnell genug sind, bereiten sie sich auf das Schlimmste vor, um die Mission abzubrechen. Lassen sie die XCOM-Mitarbeiter in das Transportvehikel zurückkehren und klicken das eigene Mission abbrechen. Ja, okay. Das heißt, wir brauchen, das ist die MagLite. Wir brauchen die. Wir sollen die Gegner eigentlich gefangen nehmen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die Handschellen mit dabei. Ich denke, wir nehmen ein Colt mit. Warte, ich packe die Munition hier hin. Dafür brauchen wir die Shotgun-Munition nicht mehr. Ein kleines Erste-Hilfe-Pack. Der ist relativ stark auch. Kann einiges tragen. Warte mal. Können wir sogar... Wir können sogar den dicken Koffer mitnehmen. Ich glaube, das ist mir fast lieber. Wir bräuchten aber theoretisch eigentlich auch noch einen Taser. Wir müssen mal sehen. Vielleicht können wir... Das Problem ist, es ist halt eine Nachtmission. Sonst hätten wir den Taser in die zweite Hand nehmen können. Aber es ist, wie es ist. So, du kriegst auch das. Und ich hätte ganz gerne Beretta für dich. Beretta Munition. Dann ein Taser. Wobei, ich glaube, die zwei brauchen wir am Anfang jetzt auch nicht unbedingt. Es ist wahrscheinlich besser, einen Flare mit dabei zu haben. Für den Fall, dass wir das brauchen. Okay, das ist zu schwer. Das passt. Also haben beide Handschellen und eine MagLite dabei. Und ihr seht das auch schon, es ist stockfinster, wenn wir nicht die MagLite anmachen. Okay, wir sehen nichts. Wir haben 10 Runden Zeit, also wir müssen uns ein bisschen sputen. Ich meine... Das sind Gegner, die tendenziell nicht so stark bewaffnet sind. Okay, ich weiß nicht, was das für ein Geräusch ist. Aber... Gehen wir den Zug ab. Okay, da ist einer. So, was hast du? Nichts, unbewaffnet. Okay, weißt du was? Schmeiß den Erste-Hilfe-Koffer mal weg. Nein. Kann ich genug Zeit einhalten. Nächste Runde nehmen wir den Taser. Ich weiß nicht, wie viele Gegner es gibt. Okay, hier sehen wir niemanden. Ich denke, es sollte aber mehr als einer sein auf dem Schwierigkeitsgrad. Okay. Wir machen das mal so. Eins, die Waffe ist auf dem dritten Feld neben dem Zaun. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie hier... Okay, das passt. So, den haben wir getasert. Ich denke mal, wir versuchen, den Handschellen anzulegen. Weil ich habe keine Ahnung, wo der andere ist. Okay, den Erste-Hilfe-Satz nehmen wir jetzt nicht mit. Okay, das scheint der Rand der Map zu sein. Wahrscheinlich ist der zweite im Haus oder so. Ja, wir hören eine Tür. Die ist zu.
Siehst du was? Nee. Ha. Okay, das hier sieht auch aus, als wäre das der Rand der Map. Das heißt, wir schicken... Ich weiß nicht, wie wir hier reinkommen. Vielleicht von hinten. Weil der Zaun ist zu. So, entführter Bauer. Okay, der wurde entführt. Wir nehmen mal die Handschellen in die Hand. Brauchen 40 Zeiteinheiten. Das können wir also nicht in der Runde machen. Handschellen anlegen. Es werden beide Hände benötigt. Okay, das hat geklappt. Die Handschellen sind jetzt aber weg. Okay. Ach, hier geht's rein. Okay, weißt du was? Du guckst dich mal hinten um. Ich weiß nicht, was passiert. Wo ist der andere? Okay, MagLite. Ach, wir können hier einfach durch den Zaun rein. Verstehe. Das ist das einzige Gebäude, das ich sehe. Okay, ich denke mal, hier kann man rein, bei dem Feld. Das Problem ist, uns läuft die Zeit davon. Uns läuft definitiv die Zeit davon. So, dann du. Oh. Der hat irgend so eine Mistgabel. Okay. Ich gehe mal hier hin. Und du wirst dann ins Gebäude reingehen. Okay, wo zur Hölle ist er hin? Da ist er. Okay, der schläft auch. Wir haben keine Handschellen mehr bereit. Es gibt noch einen. Der ist aber nicht in diesem Haus. Und er hat irgendeine Shotgun. Vielleicht ist er hier drüben. Da ist er. Runde 10 beenden. Okay, kannst du, hast du noch einen Schuss? Na, es hat nicht gereicht. Mist. Ich denke mal, es sind irgendwelche Gegner gespawnt. Und die erste Mission ist direkt ein Totalreinfall gewesen. Wir waren nicht schnell genug. Und ja. Schade. Aber macht nichts. Wir kaufen uns... das einzige Problem ist, ja, wir müssen jetzt halt das ganze Zeug wieder kaufen. Wir kaufen uns zwei weitere Agenten. Von denen haben wir eigentlich noch genügend. Die MagLites sind fast am teuersten. Gut. Dann... All das, Schmerzmittel wieder.
Handschellen. Die kleine Schrotflinte interessiert uns nicht. Colt. Zwei weitere Glocks. Von denen ein paar Keulen. Kampfmesser brauchen wir nicht unbedingt. Auto werde ich erstmal kein weiteres kaufen. Eine weitere Nachmission. Kultfestnahme diesmal. Wir haben aktive Mitglieder einer illegalen Organisation. Ich habe das nochmal schon durchgelesen. Wir müssen die Verdächtigen befragen, gefangen nehmen. Um die Mission abzubrechen, lassen sich... Okay. Ja, ich glaube, die Mission abbrechen wollen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Wer von euch ist der bessere Schütze? Du hast 56. Okay, Maximiliano ist der bessere Schütze. Alles klar. Das heißt, du kriegst den Colt. Wir haben wieder eine Nachmission. Diesmal dürfen wir aber die Gegner zumindest töten. Und wir haben kein Zeitlimit. Das ist schon mal sehr hilfreich. Ich will die Beretta haben. Und These wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Für den Fall der Fälle. Du kannst nichts mehr tragen. Okay, schauen wir mal. Wir sehen nichts. Hier auf die rechte Seite geht es auch nochmal weiter. Ist natürlich doof, dass wir direkt zwei Nachmissionen haben. Wir haben kein... Du hast ein kleines Erste-Hilfe-Pack, aber keiner von euch ist stark genug, um das zu tragen. Okay. Gutes Reaction-Fire. Ich glaube, hier ist einer rausgekommen, oder? Tatsächlich. Schwarzer Lotus. Ich glaube, das sind Wurfmesser. Okay, dann. Stell ich dich mal hier hin. Wow. Okay, es war zumindest ein Treffer. Das ist nicht gut genug. Okay, ich glaube, der ist gestorben. So geht's auch. Der ist am Bluten. Der blutet wahrscheinlich zu Tode. Oh. Und der nächste Squad Wipe. So läuft's. Naja. Okay, wir müssen ein neues Auto kaufen. Und weitere XCOM-Mitarbeiter. Wie gesagt, das Spiel ist sehr schwierig, gerade am Anfang. Wobei, ich weiß nicht, wie es nachher wird. Mehr Munition. So. Bisschen was davon. Elektroschockpistolen. Das Auto sollte relativ schnell wieder... Okay, das ist alles schon da. Öffentliches Auto ist auch bereits wieder da. Das heißt, ich muss es nur noch ausrüsten. Ich denke, wir warten... auf die nächste Mission. Zwielichtige Klinik. Eine inoffizielle Untergrundklinik wurde im Damaskus eröffnet und bot kostenlos medizinische Eingriffe an. Nachdem einige Kranke gratis und schneller als mit Schulmedizin möglich geheilt wurden, hatte sie großen Zulauf. Bis auf die ersten paar Patienten wurde niemand, der diese Klinik betrat, je wieder gesehen. Als unsere Ermittler eintrafen, waren die Täter verschwunden, aber hatten ihre Ausrüstung zurückgelassen. Minus 50 Punkte außerirdische Chirurgie mal 2 erhalten. Okay. Ich denke mal, das können wir sogar dann erforschen. Tatsächlich.
Aber wir brauchen dringend die Logistik. Okay, mehr Zeug. Und weitere Rekruten, die können wir direkt ins Training schicken. Wir haben leider die am treffsichersten waren, bereits verloren. Aber was soll's? 0 von 2 Missionen, was für eine Bilanz. Nicht wahr? Okay, neu dazugekommen sind... Shavkat Kotsiniev. Aus Uzbekistan, glaube ich. Doyon Peon aus Südkorea. Boah, die Stats von dem sind... Die Stärke ist okay, aber der Rest ist... Oh. Simon Mikkelsen. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Flagge ist. Geht so. Und Sokma Tamba. Ist das Ghana? Ich weiß es nicht. Ach, ist auch mies. Stärke ist gut, aber uff. Schussgenauigkeit ist miserabel. Okay, Verdächtige entdeckt in Bamako. So, das heißt, wir müssen unser Auto wieder ausrüsten. Ich denke, es spielt nicht so eine Rolle, wenn wir jetzt hier mitnehmen. Ich nehme wahrscheinlich jetzt diesmal nicht so viel Zeug mit, falls wir das verlieren. Weil die Chance dazu ist relativ groß. Ein Colt und zwei Berettas. Zwei McLights. Und eins von euch. Schmerzmittel und so, das Zeug brauchen wir alles nicht. Handschellen. Ich glaube nicht, dass wir die brauchen. Wir brauchen auch keine Taser momentan. Wir haben noch genügend solche Missionen, wo wir dann Leute gefangen nehmen können. Momentan ist es einfach wichtig, die Mission zu überleben, habe ich das Gefühl. Ah, ich muss die Autos dann auch wieder umbenennen, wenn wir sie verlieren. Aber naja, für den Moment ist es nicht so wichtig. Sondern mir wichtig, euch das Konzept, das ich hier habe. Oh, noch eine fremde Lebensform. Bräuchten wir noch ein zweites Auto. Ah, so ungünstig, dass jetzt direkt eine neue... nein, den Marksman will ich nicht auf die Mission schicken, dass jetzt direkt neue Missionen aufpoppen. Nehmen wir wieder... Ach komm, wir nehmen zwei Glocks mit. Und ein Colt. Und zwei McLights. Ich glaube, das ist wirklich alles, was wir momentan brauchen. Ah, nee, Moment. Erste-Hilfe-Koffer. Für den Fall der Fälle. Beziehungsweise, was, ja. Ist wahrscheinlich, dass irgendwie was schief geht. Okay, wir können auch nochmal... Kultfestnahme ist, glaube ich... Ja, das hatten wir bereits. Das ist dieselbe Mission wie beim letzten Mal. Das ist neu. Umweltalarm. In der Gegend sind Menschen verschwunden. Einige wurden zerfleischt aufgefunden, anscheinend von einem wilden Tier. Mit der Beihilfe örtlicher Kräfte haben wir eine mögliche Ursache gefunden. Eine unidentifizierte Kreatur. Wir sollten diese Bedrohung identifizieren und beenden. Okay. Und nochmal Kornkreise. Die sind direkt nebendran. Aber wir haben nur zwei... Das muss jetzt warten. Noch mehr Verdächtige. Jetzt poppen die Missionen auf. So. Auf ein neues. Diesmal eine Tagesmission. Fantastisch. Schussgenauigkeit von 58, 53. Wenn, dann kriegst du den Colt. Geht sich das aus? Das geht sich aus. Fantastisch. Du hast den. Den kannst du hierhin noch packen. Dann sind wir, glaube ich, ganz gut ausgerüstet. So, keine Gegner.
versuche mich zumindest einigermaßen in Sicherheit zu bringen. Wo? Aha. Okay, das war ein Treffer. Zum Glück nicht so schlimm. Ich lass den mal kommen. Vielleicht ducken wir uns. Okay, den ersten haben wir. Weiter ist ebenfalls weg. Laura lebt noch. Wie durch ein Wunder. Wird er wahrscheinlich auch demnächst sterben. Ich bleib mal hier. Zwei haben wir erledigt. In der Regel sind es, glaube ich, vier in dieser Mission. Ich gehe hier hinten durch. Ich glaube, das ist intelligenter. Okay, wir sehen ihn. Oder wir sehen einen. Es gibt, glaube ich, noch einen zweiten. Er hat eine Shotgun. Kirche Dagons, du hast zwei Verwundungen. Oh. Das wird wieder ein Desaster. Wow. Das Problem ist, wir können sie auch nicht heilen und sie ist tot. Fantastisch. Nächste Mission, die komplett schief ging. Und eigentlich sind das noch die einfachen, aber ja, wir brauchen unbedingt die Logistik. So, nächste Truppe. Ihr zwei. Auf geht's. Zwei Glocks. Und ein Colt. Und wir kaufen uns nochmal ein paar mehr Glides. Kultfestnahme. Zumindest kriegen wir die Dinge einigermaßen weg. Ah, es sind wieder zwei Nachmissionen. Ich denke mal, das wird wieder ziemlich in die Hose gehen, aber wir werden sehen. Die Glocks. Das ist so schwer. Der geht. Okay, wir sehen bereits eine Riesenratte. Oh, und da ist auch nochmal eine. Fantastisch. Okay, die Dinger sind wenigstens, können nicht schießen. Von dem her. Ach, das ist der Rand der Map. Ich weiß nicht, wie viele es von diesen Dingern hat. Okay. Die kommen ganz schön weit. Wir sind auch schon wieder verwundet. Mit, ach, komm schon. Was zur Hölle ist mit dir los? Meine Güte! Warum trifft die keiner? Ah! Hallo? Ich verstehe es nicht. Irgendwie scheint es ein bisschen buggy zu sein. Okay. Komischerweise hat das Ding. Warum zur Hölle triffst du nicht?
verstehe es nicht. Was da los ist. Okay, ja, richtig, richtig guter Start. Machen wir die letzte auch noch. Ah, damit, wir haben hier keine mehr Glides. Das heißt, die Mission können wir direkt wieder abbrechen. Zumindest haben wir nichts verloren diesmal. Okay, fantastisch. Nicht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen Break und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.